Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Microsoft Word. Jetzt haben wir das letzte Mal Bilder eingefügt. Ja, Zeichnungen gemacht, Bilder eingefügt und so weiter, aber es gefällt mir trotzdem nicht. Ich finde, es ist einfach viel zu viel Platz hier auf meinem Dokument links und rechts. Das schaut einfach nach Verschwendung aus. Ja, deswegen möchte ich das Form wieder umstellen. Ja, ich möchte das wieder umstellen und zwar auf Hochformat. Ja, rufen wir uns in Erinnerung, wie das funktioniert hat. Also ich gehe auf Layout und sage Ausrichtung Hochformat. So, jetzt ist es da im Hochformat. Schaut einmal grauslich aus. Grauslich. Jetzt müssen wir auf alle Fälle einmal reparieren, die Kopf- und die Fußzeile. Doppelklick auf die Kopfzeile. Ja, schieben wir das in die Mitte. Die Mitte ist jetzt hier bei 8, ja, weil wir haben 16. Und da, wie haben wir gesagt, kommen wir hier zu dem rechten. Doppelklick auf einen von diesen. Der ist nicht bei 25 cm, sondern bei 16 cm. Zack. All das. Der bei 16 cm ist rechts, ja, und bei 25 cm den lösche ich. Gut. Und jetzt Wechsel zu Fußzeile. Das kann ich da oben machen. Wechsel zu Fußzeile. Oder ich mache unten einen Doppelklick rein. Das funktioniert eh recht intuitiv, muss ich sagen. Auf 8. Und auch hier zweite Variante, wie ich auf diese Seite komme, Tab Stops, ja, 16 cm. Rechts passt, löschen, okay. So, jetzt habe ich das repariert. Jetzt habe ich Kopf- und Fußzeile mal repariert. Das schiebe ich mir noch in die Mitte da ungefähr hin. Ja, schau, das schaut doch jetzt wieder ganz gut aus. Ja, schaut wieder ganz gut aus. Vielleicht sollte ich mir das Bild noch etwas... Wenn ich es etwas kleiner mache, kann man gar nicht mehr lesen, was drauf steht. Das möchte ich auch nicht. Das möchte ich jetzt aber auch nicht. Oh, wie mache ich das? Wie mache ich das? Vielleicht kann ich die zwei Sachen auf eine eigene Seite schieben. Schauen wir uns das an, wie das ausschauen würde. Das kann ich ein bisschen kleiner machen vielleicht. Ja, nicht viel. Rüberschieben. So, hier ist ja der Abstand. Der Seitenwechsel. Schau, warum schaut das so aus, wie es ausschaut? Wenn wir uns die Steuersymbole einzeichnen, sehen wir hier Seitenumbruch. Bug, den tue ich weg. So, jetzt haben wir so. Aber gefallen tut es mir immer noch nicht. Gefallen tut sie mir immer noch nicht. Ich möchte, dass sie auf die neue Seite rüberschieben. Boah, schaut auch ganz arg aus jetzt. Ja, schaut ganz arg aus jetzt. Ich möchte diese Bilder, schieben wir sie mal nach unten. Willkommensbildschirm. Wo sind der zweite jetzt? Sieh mal. Ah, ich habe gleich beide verschoben. Schieben wir die einfach immer irgendwo hin. Irgendwo weit weg. So. Hineinzoomen wieder. Das ist alles jetzt natürlich viel zu breit, was ich gemacht habe. Da hilft nur eins. Ja? Da hilft nur eines. Ich muss eine breitere Dings auch einfügen. Das schiebe ich auch irgendwo weiter nach hinten.
schieben wir es hier rüber. So. Und jetzt sind wir hier. Hier dazwischen möchte ich jetzt das Querformat. Also sage, wenn wir alles machen, was wir bis jetzt sage, Layout, Umbrüche, Seitenumbruch, ja, passt. Und da, ob da soll jetzt Querformat sein. Also sage Ausrichtung, Querformat und jetzt ist alles wieder Querformat. Ich kann also das Dokument nur gesamt ändern. Das ist, weil ich einen Seitenumbruch gemacht habe. Aber den weg, den Seitenumbruch. Was muss ich denn stattdessen machen? Ich mache hier unter Layout Umbrüche und zwar Abschnittsumbruch. Und dann nehme ich nächste Seite. Ich kann ein Dokument in verschiedene Abschnitte unterteilen. Okay? Kann ich entweder in der nächsten Seite den Abbruch fortlaufend den nächsten Abschnitt beginnen. Das wollen wir nicht, weil wir wollen ja den Abschnitt, für jeden Abschnitt kann ich ein eigenes Layout festlegen. Ja? Nächste Seite, fortlaufend, nächste gerade Seite, das wäre zum Beispiel, wenn man ein Buch schreibt oder so, gell, dass das immer auf der rechten Seite aufhängt zum Beispiel. Ja? Oder nächste ungerade Seite, je nachdem, wie das Layout des Buches immer ist. Ich verwende nächste Seite. So, jetzt haben wir hier, wo haben wir das jetzt eingefügt? Layout, Umbrüche, nächste Seite. So, Abschnittswechsel, nächste Seite. Jetzt habe ich hier meinen Abschnittswechsel erinnern. Ja? Und jetzt mache ich hier einmal Enter und sage wieder Umbrüche, Abschnittswechsel, nächste Seite. Gut. Und jetzt ziehe ich mir meine Bilder mal hier rein. Ja? Und jetzt sage ich, dieser Abschnitt, wo ich jetzt drinnen bin, wenn ich jetzt die Ausrichtung ändere auf Querformat, ist genau diese eine Seite Querformat. Hui, das ist gut. Ja? Jetzt kann ich mir meine Bilder hier platzieren. Abbildung 1. Abbildung 2. Geht sich noch immer nicht gescheit aus. Ja. Oh, wurscht. Einfügen, Seitenumbruch machen wir da. Da machen wir ein Bild da oben. Das können wir dann sogar größer machen. Ja. Ziehen wir das größer. Schaut dann gleich gut aus. Ja. Zweite Bild. Machen wir ebenfalls ein bisschen größer. Schau, das lässt sich ja ganz gut reparieren. Ja. Und dann ziehen wir das auch noch darüber. Aber das Gesamte natürlich. Gut! Gut schaut das aus. Ja? Jetzt habe ich da einen Abschnitt mit Querformat drinnen. Und was mir natürlich auffällt, sofort ins Auge sticht, ist, dass da, schau es an, ja, die Kopf- und die Fußzeile, die ist ja wieder anders. Machen wir einen Doppelklick drauf, verschieben das und da komme ich drauf, da drüben ändert sich das ja auch. Was ist denn da los? Ich möchte ja für diesen Abschnitt eine eigene Kopfzeile, ein eigenes Layout und so weiter einrichten. Das liegt daran, dass wir hier oben aktiv mit voriger Verknüpfung aktiviert haben. Ja? Das haben nicht wir aktiviert, das ist automatisch aktiviert. Ja? Das muss ich ausschalten, mit voriger Verknüpfung. Ich möchte das nicht mit der vorigen verknüpfen, ausschalten. Ja? Und jetzt sehen wir auch vorige, nächste. Jetzt kann ich durch die einzelnen Abschnitte hier durchhupfen. Ja? Weil jede und im letzten Abschnitt ist wieder mit voriger verknüpfen. Das möchte ich nicht mit voriger verknüpfen. Nicht vergessen, das auch bei der Fußzeile umzuändern,
Das macht man gern, ja? So, jetzt sind sie nicht mehr verknüpft. Und wenn ich jetzt da was ändere, schau, jetzt ändert es nur da. Jetzt ändere ich es nur hier. Fußzeile genauso anpassen. Kopf und Fußzeile schließen. Fertig. Na bitte, pfeif doch. Pfeif doch. Okay? Also Abschnittswechsel. Ja, Abschnittswechsel sind hilfreich, wenn man irgendwie drinnen was anders machen will. Der fortlaufende Abschnittswechsel kann ebenfalls hilfreich sein, wenn ich nämlich zum Beispiel, wir werden da drauf kommen, bei den Referenzen können wir verschiedene Sachen referenzieren. Ja, da können wir Abbildungsverzeichnis einfügen, Inhaltsverzeichnisse einfügen und so weiter. Werden wir noch dazu kommen. Ja. Werden wir noch dazu kommen und irgendwelche Referenzen da unten dazufügen, das kann man auch abschnittsweise verändern. Das hat schon Sinn alles. Ja, aber so viel zu Abschnitten. Ja. Das nächste Mal wollen wir oder ich dieses Bild hier noch genauer beschreiben, ja, noch genauer beschreiben, und dass das halbwegs genau ausschaut, möchte ich ein paar Sachen noch herzeigen, wie man hineinzeichnen kann. Gell? Das machen wir das nächste Mal, wie man da seine ganzen Elemente und so weiter ganz gut anordnet. Gell? Das wird beim nächsten Mal passieren. Also Anordnen von Elementen, von Zeichenelementen. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.